Hallöchen und willkommen zurück zu The Rivers of Alice. Oh Mann, ich bin am Verzweifeln. Ich habe dieses Puzzle-Schiebedings jetzt bestimmt schon 500.000 Mal gemacht. Und ich kann es nicht mehr sehen und manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht. Ich bin einfach zu blöd dafür, glaube ich. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Damit wir zusammen weiterkommen, wer möchte, kann die letzte Folge gerne überspringen. Es ist schön, das jetzt in der neuen Folge zu sagen, aber ja. Okay, also den Anfang kann ich auf jeden Fall schon im Schlaf. So, das darüber, das hier hoch, das hier rüber, wenn das hier mal funktioniert. Das dicke, fette Teil runter. Auf jeden Fall ist es gut. Da haben wir das jetzt schon mal fertig. Es ist gut, nach System zu arbeiten. Also sich abzuarbeiten sozusagen. Immer so die Runde rum. Und dann holt man sich die Teile, die man braucht, nämlich einfach nur ab. Ich bräuchte jetzt zum Beispiel das hier auch noch. Und dann kann man sich das schön zurechtschieben. So, und da hat man hier schon mal ein wunderschönes Quadrat, was recht richtig aussieht. Dann guckt man, okay, was könnte jetzt hier passen? Das ist das hier. Das kann man auch so hinschieben. So. Dann kommt danach irgendwas Rotes, was Rotes. Dieser hier. Dann schiebt man sich das so hin und holt das so ab. Und danach kommt das hier. Oh, so. Das sieht doch schon fast richtig aus. Danach kommt der hier. Ich muss. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil es einfach. Es zerrt an meinen Nerven. So, der hier. Der ist da schon richtig. Den ziehen wir uns einfach nur nach unten. Dann brauche ich diesen Kerl. Können wir uns ja auch schon mal hier nach unten ziehen. Das Knifflige kommt ja noch. Also das hier ist ja noch, ich will jetzt nicht sagen einfach, aber machbar. Auf jeden Fall machbar. So. Dann hätten wir das. Tada! Und das nächste ist dann das hier oben. Woran ich immer verzweifle. Der kommt dahin, dann müsste dieser Kumpel muss jetzt, komm schon, hierhin. Dieser Kumpel muss hierhin. Und das Schlussteil muss dahin. Und dann haben wir das da fertig. Sieht doch richtig aus. Nein, ist es nicht. Scheiße. Gut. Da müssen wir hier nochmal ran. Und zwar müssen wir das hier austauschen. Dazu schiebe ich das mal so lang. Den hier hin. Den hier hin. Den hier hin. Das so hin. Das wird jetzt wahrscheinlich alles wieder total nicht klappen. Mami. So. Naja, fast.
Der muss dahin. Und ich brauche jetzt hier meine Uhr zurück. Mach das jetzt mal so. So. Und da hat sich das wieder verschoben. Und du musst wieder hier hin. Oh, ich glaube, wir haben es. Kling! Oh, Gott sei Dank. Das war ein Kampf, der jetzt auch schon wieder fast 5 Minuten dieser Folge verbraucht hat. Aber egal. Wir machen das jetzt hier mal an. Weil das müsste jetzt gehen. Ja. Was auch immer uns das bringt, ich weiß es nicht. Können wir irgendwas... Haben wir das Wasser verbraucht? Der ist jetzt an. Können wir damit irgendwas machen? Mit dem Stock im Ventilator. Das sollte man jedem Kind beibringen. Mm-mm. Nein. Aber wir können hier weiter. Wir gehen mal hier weiter. Vielleicht kommt das ja hier noch. Ah, oh. Stopp. Ich gehe nochmal schnell zurück. Wo kommt... Ein neues Lied freigegeben. Sehr schön. Ach, hier ist dieses komische Augendings. Oh, creepy. Oh nein. Oh nein, die Libelle. Oh. Ein Warmregler. Neid. Heb das mal auf. Jetzt haben wir einen Warmregler. Können wir bestimmt... Oh. Was können wir hier machen? Mm-mm. Nichts. Wir reden mal mit dem komischen Augending. Was? Der will nicht mit uns reden. Und der lässt uns nicht hier durch. Das ist ja ein Hoshi. Möchtest du unsere Kette haben? Vielleicht möchte er unsere Kette haben. Hallo? Hallo, Augentyp? Nein, er möchte die Kette nicht haben. Wir gehen nochmal hier schnell zurück. Irgendwas müssen wir doch hier machen können. Ah. Das denn? Ach so. Können wir jetzt noch was machen? Weil wir müssen wahrscheinlich das Warmwasser hier anmachen. Genau. Und dann kommt das hier drüber. Oh. Und dann drehen. Oh. Irgendwas passiert jetzt. Ach, schon wieder so ein blödes Rätsel. Halt, bleib da. Guck mal her, Alice. Hä?
glaube, das bringt gar nichts. Es kommt immer da raus. Jetzt kommt's da raus. Jetzt kommt's da raus. Wir gehen nochmal hier hin. Hier kann man doch irgendwas anklicken. Hallo. Da können wir was machen? Nee. Was haben wir denn noch? Nix weiter. Hallo, sag uns mal was. Okay, das bringt nix. Toll, jetzt habe ich das eine Rätsel gelöst. Und jetzt kommen wir bei dem nächsten nicht weiter. Vielleicht sollten wir mal Faulheit fragen, was hier Phase ist. Das ist wieder zu. Na gut. Wir können ja mal zurückgehen. Weil es wurde ja gesagt, man soll, wenn man bei dem einen nicht weiter weiß, soll man bei dem anderen gucken gehen, um die Lösung zu finden. Das hier haben wir. Wir gehen nochmal zu dem Jungen am Strand. Ich glaube, hier konnten wir nichts mehr machen. Obwohl, so sicher sollte man sich dann wahrscheinlich nicht sein. Und das war gar keine Libelle, das ist einfach nur eine Fliege. Ach, ich wollte die Muschel... Ich gehe mal... zu der Spinnfrau. Weil da hatten wir auch noch nichts gelöst. Komm mal hier lang. Und weiter geht's. Laufen. So schön das Spiel ist, ist es auch echt schwer. Wolltest du nicht diese Kette? Nein. Genau. Eigentlich müssten wir das doch jetzt können. Eigentlich, weil wir doch jetzt mehr Zeit haben, müssten wir das doch eigentlich schaffen. Hier, ich möchte das mal probieren. Ah nee, wir bräuchten ja dann den Magneten zu. Wir bräuchten, glaube ich, einen Magneten dazu. Ich gehe mal zur Faulheit. Vielleicht hat er was zu sagen. Oh, schon wieder falsche Richtung. Tipps. Das haben wir. Ich glaube, wir müssen zur Faulheit. Komm, wir gehen auch mal schnell zur Faulheit. Da lang. Hut dich. Und da lang. Hallo, Hafenlady. So, hallo, Faulheit.
nochmal auf. Ich möchte gerne Folgendes wissen. Hier, das möchte ich gerne wissen. Ah, die Luft muss da reingeblasen werden. Ich glaube, das haben wir. Und dann muss es... Mein Gott, ist das kompliziert. Von da nach da, von da nach... Von oben nach unten, von da nach da. Ah, also von hier nach hier oben, von da... Nach hier drüben, hier oben rein und dann da lang. Okay. Aber er wollte die Muschelkette nicht. Was? Die Muschelkette ist der Code. Das habe ich doch schon probiert. Und er will die Muschelkette. Aber er will sie nicht. Ja, das wissen wir schon. Okay. Gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir dann nochmal, was ist mit dieser blöden Muschelkette auf sich hat, und ich hoffe, es wird besser. Ich kann nichts versprechen, aber ich streng mich an und ich lerne dazu. Es wird schon werden. Gut, bis dahin und bis zur nächsten Folge von The Rivers of Alice. Tschüssi.